Ja, und diese Idee mit der Schaufel, das werden wir auf jeden Fall, sobald wir mal ein Pilzbiom, da werden wir dann so lange verzaubern, bis wir eine kriegen. Mit der werden wir dann auch jede Menge Freude haben, denn dann können wir uns diese Pilzscheiße da rausrupfen und hier einen richtig schönen Pilzgarten anlegen. Nicht jetzt unser kleines Ding da mit Slowsand. Und dann so richtig epischen Pilzgarten und darauf freue ich mich auch schon. Auch wenn das noch ewig dauern wird, da diese Pilzbiome ja super, mega, kolossal selten sind. So dass ich bisher nur einen gesehen habe und auch nur, weil mir jemand den Biomcode gegeben hat, wo mal einer am Start ist. Aber das habe ich euch ja auch gezeigt. Nochmal danke an Tori dafür, dass du mir den Code gegeben hast. Fand ich super von dir. Ach nee, die haben mir gerade gefehlt. Ja, ich glaube, durch das Feuer gehen die Creeper sofort in die Luft. Oh mein Gott. Vorsichtig. Gehen wir mal hier ein Stück runter. Uff. Ach, guck mal, die Spinne kommt da drüber, indem sie sich ganz geschickt anstellt. Und jetzt steht sie da. Naja, sie ist friedlich. Momentan zumindest noch. Und hier müssen wir aufpassen. Denn wir haben jetzt so viel Diamantzeug dabei. Das möchte ich ja auch nicht irgendwie jetzt in die Lava werfen. Naja, dann machen wir einfach mal weiter. Und wir hätten schon wieder jetzt einen Skillpunkt über. Man muss Notch ja auch mal loben. Also dieses Verzauberungssystem, das finde ich übelst genial. Also richtig, also das war ein Volltreffer, ein Weg in die richtige Richtung. Sollen wir das nicht vielleicht auch noch anheben? Ich weiß nicht. Naja, hier bauen wir jetzt erstmal ein Stück ab. Erstmal die Eisendinger, dann mit der wie kann man das? Gedopten Diamantschaufel, den Rest dann. Stein, das ignorieren wir jetzt erstmal hier. Das kommt später im zweiten Anlauf dann. Ich sehe wirklich schöner aus, wenn wir die Ecke anheben. Das wäre dann auch so wahnsinnig viel Arbeit. Aber seit wann scheuen wir uns für Arbeit? Also ich habe mir vorgenommen, das hier in unter 10 Folgen zu schaffen. Also quasi ist es eine Woche, die wir hier an dem Garten jetzt hängen werden. Ich hoffe, dafür wird es sich lohnen. Danach kümmern wir uns dann wirklich um die Schmiede und das Ganze. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich darf da vorne gleich die Zäune wieder abreißen. Igitt. So, man könnte auch einfach erstmal so lang gehen und das so machen. Das würde natürlich die Sicherheit anheben, außer vielleicht an der Stelle hier. Das heißt, hier kann ich Zäunchen abreißen. Unser Inventar ist voll. Ach nee, aber Zäune passen noch. Zäune sollten auch mal irgendwie schneller und effektiver abgebaut werden können. Das ist ja schlimm mit den Dingern. Zum Glück haben wir nur 9 gelegt hier. So. So, und der letzte. So, das heißt, das alles wird auf die Höhe angehoben. Bis auf die Stellen, wo hier Dinger drauf kommen. Achso, ich dachte, da lag gerade was drin. Naja. 1, 2, 3, 4. So, dann können wir hier auch gleich jetzt das Zeug verteilen. Gut, die Lavagrube bleibt schön zu. Schön Mamfi-Mamfi machen zwischendurch. So. So. Hier lang.
Ja, die Ecken hier, die wären wahrscheinlich am schlimmsten. So, die Ecke hier, die wird wirklich schlimm, weil die wird viel fressen. Dafür wird der Rest etwas weniger fressen. Ich sag mal, ich könnte das auch hier theoretisch out of Let's Play einfach alles mal ebnen. Aber dazu müsste ich dann jetzt erstmal eure Erlaubnis einholen. Sprich, ich könnte jetzt nicht weiterdrehen, bis die Folge kommt. Und das wäre irgendwann Mitte Dezember. Und dann müsste ich quasi 24 Stunden am Stück aufzeichnen, um dann noch die nötige Folgenanzahl für meine Pause hinzukriegen. Denn ihr wollt ja immerhin täglich zwei Wochen. Ja, das ist immer so das Tolle. Die Zuschauer, die wollen eigentlich mit einbezogen werden. Gleichzeitig wollen sie zwei Wochen, weiterhin wollen sie jeden Tag zwei Folgen haben, wie bisher. Gleichzeitig stört das natürlich die Leute, wenn ich vorab aufnehme, wenn ich eine Pause mache. Aber gleichzeitig habe ich noch sowas wie ein RL und das nennt sich Star Wars The Old Republic. Wie trocken ich das hier einfach sage, dass ich ein Vollblutsuchti bin. Wenn sich das ein Psychologe hier anhört. Kennt ihr Pfeiffer? Kennt ihr Pfeiffer? Ich meine, ich war ja in einem früheren Leben mal Jurastudent. Und als Jurastudent hat man ja etwas, das nennt sich Kriminologie. Das beschäftigt sich mit Statistiken rund um Kriminalität, mit dem Aufarbeiten von Zahlen, Fakten, also und verallgemeinern auch. Verallgemeinern ist ein großartiges Hobby der Kriminologen. Naja, jedenfalls, Pfeiffer ist ein Kriminologe. Und er ist nebenbei noch, ich sag mal, ein sehr altmodischer Mensch, hat graue Haare, kommt aus Bayern, wählt CSU. Muss ich noch mehr über ihn erzählen? Ich glaube, jeder hat sich jetzt schon ein Bild über ihn gemacht, was das für eine Art von Mensch ist. Und unterrichtet in München Kriminologie und hatte vor Jahren mal einen Gastvortrag an der Ruhr-Universität Bochum, zu dem ich auch eingeladen war. Und habe mir den guten Pfeiffer mal persönlich angehört. Leider ging es zu diesem Zeitpunkt nicht um Computerspiele. Er hat auch ein paar andere Themen, über die er gerne redet. Aber eigentlich vor der Medienwelt redet er am liebsten über Computerspiele. Und zwar spielt er nicht gerne, er hetzt nur gerne. Also, er ist quasi ein Hater der modernen Medien, er mag das Internet, damit kann er sich anfreunden, weil darüber kann er seine Thesen verbreiten. Er mag Zeitungen, Bücher. Er mag Schachspiele und Gesellschaftsspiele, so Mensch ärgere dich nicht und sowas. Er mag keine Sammelkartenspiele oder überhaupt Sammelspiele, Tabletops mag er nicht, weil diese ja zum Sammeln animieren und zum Geld ausgeben. Und das ist ja schon der erste Schritt in die Kriminalität, wenn man Geld ausgibt. Das hat er auch, als er hier war, gesagt, dass das Geld ausgeben, das um irgendwelche Objekte zu besitzen, so Sammlerobjekte und sowas, das ist der erste Schritt in die Kriminalität. Also, ich sag mal, ich leite ja den Kartex, eines der größten deutschen Portale für das Pokémon-Sammelkartenspiel. Und hier einen schönen Gruß an alle meine User. Ihr seid alle Schwerkriminelle. Wir nehmen im Kartex eure Daten sofort auf, um sie dann schneller der Kripo des jeweiligen Verwaltungsbezirkes aushändigen zu können, wenn ihr irgendwann eine Bank überfallt, um euch eure Sammelkarten zu kaufen. So viel dazu. Und es gibt eins, das hasst er noch mehr als Sammelkartenspiele, und das sind halt Computerspiele, weil Computerspiele sind ja das Böse, und ganz vorneweg ist ja das brutale Ego-Shooter-Killerspiel World of Warcraft. Das ist ja das schlimmste Spiel überhaupt, denn World of Warcraft ist die Personifikation des Teufels. Und so hetzt der gute Pfeiffer schon seit Milliarden Jahren zusammen mit seiner Frau gegen World of Warcraft. Seine Frau, das müsst ihr euch auch vorstellen, sie ist ja eine, wie nennt sich nochmal, eine Profi-Geheimagentin, die verdeckt in-game ermittelt. Zu Deutsch, die Gute spielt eigentlich auch World of Warcraft,
nur um ihren Mann dann gnädig zu stimmen, berichtet sie dann alles, was schlecht ist in Azeroth. Ich meine, mein Gott, schwarze Schafe gibt es überall, dass World of Warcraft kein Killerspiel ist, das wissen selbst kleine Kinder. Wo wir gerade bei World of Warcraft und Pokémon-Sammelkarten sind, da fällt mir auch noch was Tolles ein. Heute wurde, oder vielmehr gestern, war die BlizzCon und es wurden viele Neuigkeiten zum nächsten Add-on von World of Warcraft enthüllt. Und ich glaube, die interessanteste Neuigkeit für alle, die so ein bisschen was mit Pokémon oder Kreaturen sammeln zu tun haben, ist, dass jetzt auch World of Warcraft einen auf Pokémon macht. Und zwar, was bisher möglich, niedliche kleine Haustiere zu sammeln. Diese Haustiere werden ab World of Warcraft Pandaria, oder wie das Update jetzt auch heißen soll, irgendwas mit Pandas jedenfalls, werden diese kleinen niedlichen Kreaturen Attacken beherrschen. Und sie werden in einen rundenbasierten Kampf geschickt. Und so nach vielen epischen Kämpfen noch stärker zu werden und noch mehr Attacken zu lernen. Das ist doch schon irgendwie krass, dass jetzt quasi Blizzard meint, World of Warcraft zu Pokémon zu machen. Ich persönlich finde es lustig und auch interessant, muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn ich es für ausgesprochenen Blödsinn halte, aber mein Gott. Blizzard wird schon wissen, was sie tun. Ah! Mist! Och nee! Oh! Das ist doch zum Schreien. Da habe ich jetzt hier die Zeit vergessen. Durch mein ganzes Gerede über Pfeiffer und World of Warcraft und... Der hat über mich hinweggeschossen und wir gehen schnell ins Bettchen. Und ich bin schon da überlegen, ob wir das jetzt nicht eben schnell auf Peaceful alles zustopfen. Auch wenn es im Endeffekt langweiliger wäre. So würden wir schneller vorankommen, weil ich diesen Weg nicht immer hätte zum Bett und zurück. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach dann auch, sobald wir jetzt die nächste Nacht geschlafen sind, dass wir dann wirklich einmal kurz auf Peaceful umstellen und dann den ganzen Scheiß dort schnell zuschaufeln. Wir lassen Lücken unten drunter und sparen, wo wir sparen können, damit es möglichst schnell geht. Denn ihr wollt ja für euer Geld auch was sehen. Und für eure Unterstützung auf iruini.de gebe ich mir auch größte Mühe. Bis zur nächsten Folge.